So, ich kaufe mir den Perk weitsichtig. Alle Items werden aus 60% weiter Entfernung hervorgehoben. Und Weitsicht. den nehme ich doch mal mit. Ja. Jetzt spielen wir eine Map, die wir beim letzten Mal komplett verkackt haben. Die Wurstmap. Das Gasthaus. Die Wurstmap, ja. Spielerkollision an, Näherungsstimmen an, Batterien aus, ohne Batterien. Und ich werde jetzt in die Spieleinstellung gehen und einen gewissen Modus ausstellen. Oh, das mache ich auch. Ich werde ihn aber anstellen. Warum? Wegen Was der denn? Wurst? Ich lasse ihn aus, ich lasse ihn aus. Ich mache den Wurstmodus an. Okay. Ich würde sagen, dann geht mal auf bereit, wenn ihr bereit seid, und dann starte ich die Runde. Was ist der Wurstmodus? Das ist der, soll ich sagen? Wahrscheinlich der Arachnophobia, Ja, oder? ja. Es ist der Ach. Arachnophobia-Modus. Das sieht sehr lustig aus, wenn du den anhast, werden die ganzen Spinnen zu Würsten. Ja. Was für Würste? Einfach Würste. Einfach 3D-Klumpen. Ja. Ich dachte jetzt Krakauer oder eine Bratwurst so. Also, wenn du es. Achso, lass es noch gar nicht da. Skibidi-Bobben da, da! Ich bin ein tabes Nüsschen! Ich bin Ein ein tabes tabes Nüsschen, yeah! Ey, Lars. Lars. Ja. Würstchen, saure Würstchen. Wurstwasser, Aber er hat noch nicht. frisches Wurstwasser, frisches Wurstwasser. Gürkchen, heiße Gürkchen. Frische, saure Würstchen. Also wenn du es unbedingt wissen willst, das sind Berliner Bratwürstle im Waiblingen. Klingt nicht so toll. Boah. Halt. Gut. So. Ich nehme schon mal Wasser zur Reinigung mit. Guck mal, ob hier ein Schlüssel liegt. Kein Schlüssel? Okay, dann reinige ich erstmal Wasser. Water, water, water. Water, water, water. Ich habe Water, Priel water. gefunden, um das Ich Wasser schön auch. sauber zu machen. Ich gehe baden. Oh, darf ich nicht. Ich gehe zu der kotzenden Lady, ja? Okay. Ich nehme Medikit, sicher ist sicher. Warte, ich gehe kurz Lars abholen. Lars? Du, die kotzende Lady. Das wird schön. Kommt her, meine Flöns. Nee, EI geschrieben wird, habe ich keine Ahnung. AI. Ist doch kein Fisch. SAIBLINGE. Nein, ach so, mit Doch. B. Ich war bei T. Saitlinge. Ja, ich weiß, aber Saiblinge sind Fische. Ach so, ja gut, Ja, das dann wusste ich nicht. guck mal Ja, mit. deswegen war ich verwirrt, weil ich dachte, Komm mal hä? mit. Guck mal mit. Wir werden jetzt einer sehr, sehr abstrakten Geburt Beiwohnen. bezeugen. Lars, du darfst sie wieder einleiten. Renn einfach durch bis zu der alten Dame. Hat nichts anderes vor. Hallo. Kuckuck. Komm. Der Kopf guckt schon raus. Genau in deinen Schoß. Siehst du? Ich hab. Ja, das müssen wir jetzt waschen. Mein. Hast du ihre Hand gehalten dabei? Ich hab den Mund aufgemacht. Oh. Ö. Ich weiß nicht, ob das in den Luca, Kontext noch Luca, jetzt ekelhafter bei, ist. beim Schneiden kommt jetzt was richtig Schönes. Oh, wieder Was kann das ich mit dem Ei Piepen. machen? Ja, Luca, wenn Wir müssen findest, jetzt, ne? mach dich bereit, jetzt gleich im Editing das erste Piepen einzufügen. Wir müssen waschen. Ja, Oh, geil. wir müssen dein waschen, Lars. Ich hab nur eins.
Und das Wort waschen, bitte hier piepen einfügen, wird ab jetzt immer mit einem Piepen. Weiche! Gut, ich muss dir definitiv eine Arachnophobie-Meldung vorher setzen. Ach, du hast den Modus ja ausgemacht, stimmt. Ja, ich wollte sehen, wie das aussieht. Bewusst-Modus. Schlüssler Nummer 1. Also wir müssen die Eier erst waschen, dann ist da so ein... So. Und dann müssen wir das zu einem entsprechenden Altar bringen. Wo kann ich denn... Wo ist denn hier Wasser? Hier kotzt schon wieder wer! Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, ich zeig dir, wo das ist. Hier kotzt hier schon wieder! Okay. Hier bist du ein Eier. Dann lass dich mal dran. Oh. Ich nehm. Ich hier, wo du die waschen kannst, ja? Gut. Also wir müssen nach draußen. So. Hier lang. Dann einmal da aufmachen. Und dann hier in die Hütte mit diesem Zeichen. Da aufmachen. Mit der heißen. Und dann schnell einmal hoch. Wir gehen einmal hoch bei der alten Lady gucken, was die schon alles ausgekotzt hat. Vor allen Dingen, wo die überall schon gekotzt hat. Dann brauchen wir auch noch mehr Schlüssler. Hallo? Geht doch. Dann einmal den Raum kann ich öffnen. Raum 6 Schlüssel. Ah, hier ist noch ein Schlüssel. Nice. Lagerraumschlüssel. So. Gut. Das ist Priel. Ah, Persil. Nee, Priel, damit kannst du Wasser zu Waschwasser machen. Natürlich mach das mal kurz. Okay. Dann haben wir hier überall schon geöffnet. Dann wollen wir aber nicht runter, wir wollen die nächsten Räume öffnen. Na? Gehen wir mal weiter. Wir haben hier ein paar Schlüssel aufgesammelt. Ein paar Schlüssler. Den Raum können wir jetzt auch aufschließen mit unserem Schlüssler. Den Raum können wir auch aufschließen mit unserem Schlüssler. Dann können wir gleich nochmal das Ei mitnehmen. Und den Raum. Gut. Hier ist kein Schlüssler. Und hier geht's wieder runter. Gut. So. Muss ich wieder Orientierung gewinnen? Wir müssen da lang. Ah! Hi! Ich werde angewürstelt. Was war das? Ich wurde angewurstelt. Haben wir ein Ei verbrannt? Holy, das ist gruselig. Naja, beim letzten Mal haben wir bei der ersten Hand verkackt. Weißt du, wo dein Feueraltar ist? Zeig mal. Oh, Licht aus. Ich hab den Totenschädel. Ich weiß auch, wo der Totenschädel ist. Sie kommt, sie kommt. Sie will mich! Nein! Ah! Die Wurst! Nein! Holy shit, ist der laut. Holy shit, ist der Jumpscare laut. Den muss ich ja definitiv nacheditieren. Der ist ja furchtbar. Der Jumpscare ist ja furchtbar laut. Furchtbar laut. So, Leute, sind wir mal kurz alleine, können ein bisschen durch die Gegend krabbeln. Also, es tut mir leid, der Jumpscare ist ja wirklich furchtbar laut, das ist ja schrecklich. Das tut mir wirklich leid. So,
Der ist ja furchtbar laut, der Jumpscare. Meine Fresse! Meine Fresse! Ein Schwamm, der Breakdance macht! Der Jumpscare ist übrigens ultra laut. Ja, der ist wirklich laut. Wird jetzt. Wird Lars jetzt gecatcht? Weiß ich nicht. Er meinte, er weiß, wo der Feueraltar ist. Für dieses Ei hier. Wo ist eigentlich der Totenschädel? Ich hatte noch einen Totenschädel. Habt ihr den verbrannt? Nette Sache. Nette, nette Sache. Der Sudo muss sich da raus. Ja, der ist da hinten. Komm mal mit, ich zeig dir wo. Oh, ist das eklig laut. Heilen. Hallo? Ja? Hallo? Leute? Ich spring jetzt in meinen Tod. Hallo? Waschen. Hallo? Ich heile dich. Der Jumpscare ist eklig laut. Healing Hands. Genau. Hier ist ein Ei. Ein ungewaschenes. Nimm es mit. Bitte. Lars. Hör doch auf. Oh mein Gott. Ich will dich. Nicht schon wieder, Leute. Ey, dieser Jumpscare ist so eklig laut. Ich werde das so heftig nacheditieren müssen. Es ist so eklig. Und ich bin wieder dran, oder? Es ist so. So unheimlich eklig. Ja, gut. Dann bin ich wieder dran. Da ist der Ausgang. Könnt ihr eigentlich auch einen Jumpscare abbekommen? Ihr lauft die ganze Zeit mit Taschenlampe rum. Ihr lauft die ganze Zeit mit Taschenlampe rum und ich bekomme den scheiß Jumpscare. Ihr lauft hier mit Taschenlampe rum und ich bekomme den scheiß Jumpscare. Das ist nicht fair. Ja, aber warum liegst du denn schon wieder? Ja, weil ich schon wieder erwischt wurde. Ja, na, dann muss das Spiel auch mal ein bisschen anstrengen. Das mache ich doch. Ich sneake mich in eine dunkle Ecke, mache Taschenlampe aus und ihr rennt da mit Taschenlampe rum und werdet nicht erwischt, ja, aber ich dann wieder. Ja. Frech ist das alles. Ich will nicht mehr. Ich drück gleich Alt F4. Ist irgendwo ein Medikit? Ja, über uns, da links, eigentlich überall. Wo links? Da links durch das Haus. Jetzt da hinter der Wand, geradeaus hinter der Wand. Wenn du da durch den Durchgang gehst, rechts der erste Raum, direkt rechts. Ach, und da? Ja. Wo ist ein Medikit? Ja, Luca geht schon. Ich hab. Geh weg, du Drecksvieh. Hat jemand schon den Schwertaltar gefunden? Oder Nein. Den Pyramidenaltar? Ja, den habe ich schon mal gesehen. Du musst mal ein bisschen mit uns kommunizieren, wenn du Eier. Du Scheißspinne. Warte, hier war irgendwo noch ein Feuerei. Ja, das, Feuerei. Nee, das hab ich schon weggeworfen. Hier ist ein Sauronauge. Achso, das ist gerade passiert. Sauronauge. Oh, ne. Das nicht. Ja, sie jagt. So, diesmal ich nicht. Ich stehe hier in der Ecke, mich erwischt keiner. Die hört uns nicht, wenn wir reden. Also können sie mich auch nicht erwischen. Das ist so frech, dass die immer die anderen immer mich erwischt. So, sollen die doch auch mal den Jumpscare bekommen. Eine heilige Scheiße! Okay, also vor der verstecken ist nur im Schrank verstecken. Ich hab's kapiert. Toll.
Bei der kann man sich also nur im Schrank verstecken. Yay. Ach man. So eine dreckige Scheiße schon wieder. Ich geh baden. Ich hab's kapiert, man darf sich, du darfst dich nicht im Schrank, du musst dich im Schrank verstecken. Wenn du dich einfach in der Ecke versteckst und redest, findet die dich. Okay, dann aber erstmal akutere Probleme. Medikit. Oben links. Oben. Oben. Oben, alles nur oben. Ach ja, ist das schön. Ist diese Sicht nicht wunderbar, Leute? Mehr werden wir diese Runde nicht zur Sicht bekommen. Also ich glaube, ich kann hier einen Zusammenschnitt von Jumpscares machen. Hallo. Hallo, wo ist Lars schon wieder hin? Weiß ich nicht, der wollte in der Höhle gucken, ob da ein Altar ist. Da ist ein Altar, ja, ich weiß. Ich habe noch ein Ei dahingelegt. Hat jemand ein... Teufel oder ein satanischer Wumms-Dumms? Also, erstmal werden die Eier von den Spinnen weggetragen und andererseits gehe ich jetzt Eiersuch verbrennen. Ich habe zumindest schon mal das satanistische Kreuz gefunden. Immerhin etwas. So. Muss ich nur noch den Satansschädel finden. Sollen die anderen doch mal erwischt werden? Ich habe da jetzt keine Lust drauf. Ich weiß zwar nicht, was die treiben, aber gut. Ja gut, das sieht so aus. Da hat es irgendwie ihn zersägt. So. Kommt drei Schlüssel. Gut. Leute! Das Pentagramm habe ich gefunden. Mir fehlt ein Raum 3 Schlüssel. Das Satanskreuz habe ich gefunden. Mir fehlt ein Raum 3 Schlüssel. Ich guck mal, ob ich hoch zu. Okay, hier hoch. Lars, sind hier Medikits? Nope. Hier ist eins. Ich habe eins. Okay, du hast eins. Gut. Da liegt ein Ei. Hol mal da das. Achso, du hast eins. Warte. Ich kann gleich ein Ei holen. Ah. Ein Zeitei. Schlüssel. Wir brauchen Schlüssel. In seiner satanischen Dingsbums, der lag bei mir, wo ich gestorben bin. Wo? Ja, ich hol das mal eben. Das satanische Kreuz? Ja. Okay, da weiß ich, wo es hin muss. Ja, ich hätte ja auch. Ich muss nur gerade kurz holen. Ich hoffe, das liegt noch da, wo ich gestorben bin. Wo muss denn der Schädel hin? Den Schädel habe ich unten irgendwo gesehen, der ist auf jeden Fall nicht oben. Ist der Satanstern. Schnauze gestrichen voll. Nein, geh weg, 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 geh weg.
So eine blöde Kuh. Überprüft gelegentlich die Verstecke, ja. Ach ja, aber hier ist die Pyramide. Hey! Hier oben ist die Pyramide. Und hier ist die Zeituhr, oder? Ja, okay, ich weiß, wo dieses über der ganze Zeug hin muss. Ja, sehr schön. Hier oben, da lang. Okay, sehr gut. Ja. Leute! Ich komme. Ich habe wichtige Info für euch. Ja. Die Spinne kann man immer töten. Wie? Wenn wir mit genug Leuten da drauf leuchten mit der UV-Lampe, dann stirbt die. Ich habe übrigens die Zeituhr und ja, ich habe die Zeituhr gefunden und die Pyramide. Die Zeituhr. Zeituhr und Pyramide. Yeah. Hier ist Zeituhr, hier ist Pyramide. Und hier war mal was. Genau bei mir. Oh mein fucking Gott. Blende die einfach. Geh weg, du dumme Kuh, du. Die blockiert Wege. Ja, ich weiß. Und du kannst die blenden. Komm her, Luca. Hat jemand von... Sie kommt. Blende sie, Lars. Lars, blende sie. Blende sie. Blende sie. Renn. Ich blende. Wo ist sie? Hier oben bei uns. Oben. Ja, hat jemand die Pyramide mitgenommen? Blende sie! Mich hat's erwischt, okay. Mich hat's erwischt. Weiß nicht, Pyramide habe ich nicht gesehen. Hier ist Zeituhr. So, wo ist jetzt Luca? Zeituhr. Ich möchte auch ein Ei verbrennen. Ah, schwer. Zeituhr. Weg damit. Wo ist das Lukan? Wo ist Luca? Und weg hier. Lass zusammenbleiben, wir können sie blenden. Nein! Im Schrank. Okay, ich bin bei dir. Wir können sie blenden, wenn sie kommt. Ich bin auch bei euch, nur im Schrank. Verbrenn das Schwert, bitte. Wir blenden sie, falls sie kommt. Achso. Ist kein Schwert. Das Kreuz. Hier ist das Ei. So ein billiges Schwert. Ja, dann kommt mit, ich weiß, wo das Schwert ist. Das Schwert ist oben, ich weiß auch, wo das ist. Wir sind oben. Sie kommt. Okay, Taschenlampe bereit machen. Taschenlampe bereit. Wird gemacht. Volle Strahlung drauf! Und dran vorbei! Fick dich, du Bitch! Zeituhr? Nix. Pyramide, da kommt sie! Blendet! Rennt! Nein! Luca! Ja. Lars, komm raus, nimm das Ei, ich geh Luca suchen, du kannst das Ei verbrennen. Oh Mann, musst du wegblenden. Achso. Oh, ja, ich wollte durchgehen. Ach da, hier ist Kotzi-Kotzi-Frau. Kotzi-Kotzi, oh, sie hat noch ein Ei gekotzt. Ich mach nochmal ein Ei. Wo ist Luca denn jetzt? Lars, komm, wir müssen sie blenden, falls sie kommt, bis wir Luca gefunden haben. Ja, lass doch erstmal runtergehen und ein neues Ei fertig machen. Ich bin da. Ich hoffe, wir haben gar kein sauberes Wasser. Na toll. Okay, wenn sie kommt. Das sind die Hygieneverhältnisse, die echt nicht. Oh Gott, Luca ist da hinten. Und der nächste. Ich komme. Ich bin runtergeplumpst. Ist runtergeplumpst. Hallo. Na? Na? Aber das mit dem Blenden ist praktisch, ja, ne? Was denn? Das mit dem Blenden ist praktisch. Wir bräuchten noch so ein Wasserding und ein Medipack. Ich hab die Pyramide. Ab nach oben. Siehst du ein Medipack?
Also ich hab den Teufelsschädel, aber wir brauchen ein Medipack. Fuck, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen nach oben. Ich hab durchgeblendet, komm. Hier ist eins. Ja, Luca, wir können diese Barrikaden können wir durchleuchten. Fuck. Wir können gegenleuchten, wenn sie kommt. Wir müssen nach oben. Schütz. Sag mal. Blenden! Das war jetzt sehr ungeschickt, Luca. Oh, sind hier viele Spinnen. Geht weg! Nein, ich werde sterben! Da ist mir das UV ausgegangen. Na dann. Mir ist das UV ausgegangen. Ich wollte gerade noch rauskommen, um dir zu helfen, und dann wurde ich erschreckt.